Moin Leute, ich bin's Ralf vom Slide Campus und in diesem Video zeige ich euch, wie man in PowerPoint so gut wie alles morphen kann. Und zwar zeige ich euch dafür drei Techniken. Und wir beginnen mit der simpelsten Methode, nämlich indem wir Formen ankern. Folgendes Szenario. Wir haben hier drei weiße Kreise auf der Folie und wollen jetzt nacheinander den ersten, dann den zweiten und dann den dritten Kreis groß und grün werden lassen. Damit das Ganze schön dynamisch aussieht, nutzen wir den Morph-Übergang. Und im Bildschirmpräsentationsmodus passiert jetzt Folgendes. Der erste Morph, der erste Folienübergang, klappt noch ziemlich gut, genauso wie wir ihn haben wollen. Wenn wir jetzt aber den zweiten Kreis groß und grün lassen werden wollen, passiert Folgendes. Bumm. Die Kreise tauschen sich aus, dabei wollen wir, dass dieser Kreis wächst und grün wird und dieser wieder schrumpft. Das Problem hierbei ist, PowerPoint erkennt nicht, dass das der erste Kreis ist, der hier weiß werden soll, sondern PowerPoint denkt, dass dieser grüne Kreis auf der nächsten Folie in die Mitte geschoben werden soll. Das heißt, alles, was wir machen müssen, ist, wir müssen PowerPoint sagen, welcher Kreis welcher ist. Und da kommt die erste Technik ins Spiel. Wir können jetzt nämlich einfach in den ersten Kreis eine 1, in den zweiten eine 2 und in den dritten eine 3 schreiben und so die Formen ankern. Wichtig ist, dass wir jetzt auf allen Folgefolien das gleiche machen. Der erste Kreis kriegt eine 1, der zweite Kreis kriegt eine 2 und der dritte Kreis kriegt eine 3. Und auch die Folgefolie. So, das machen wir jetzt bei allen Kreisen. Und ganz wichtig ist, wenn ihr jetzt die Zahlen hier nicht sehen wollt, dann könnt ihr einfach die Form markieren, mit einem Rechtsklick versehen. Und unter Objekt formatieren könnt ihr hier oben unter Textoptionen die Schrift in dem Kreis transparent machen. Das heißt, wir haben hier eine unsichtbare 1, 2 und 3 in die Kreise platziert. Und das gleiche machen wir mit diesen drei Kreisen. Wir gehen auf Textoptionen, machen die Zahlen transparent. So, und hier auch. Und jetzt haben wir die Form geankert. Sprich, in dieser Form befindet sich eine 1. Und in dieser auch. Das heißt, PowerPoint erkennt, dass diese Form sich zu dieser morphen soll und dann wieder zu dieser. Und visuell sieht das dann so aus. Der klappt nach wie vor und auch der zweite Morph klappt jetzt perfekt. Und das ist die erste Technik. Formen ankern. Die zweite Technik sollten wir immer dann nutzen, wenn wir mehrere Elemente gleichzeitig morphen wollen. Ich zeige euch mal hier ein Beispiel. Und zwar ähnliche Folie, nur dass wir diesmal in den Kreisen ein Icon haben. Und wenn wir jetzt auf die erste Folie gehen, wird der erste Kreis wieder groß und grün. Und jetzt soll der zweite Kreis mit dem Heißluftballon ebenfalls groß und grün werden. Und hier passiert das gleiche wie eben. Die Kreise tauschen sich wieder aus. Und hier können wir entweder die erste Technik anwenden und die Kreise im Hintergrund mit Ankern versehen. Oder wir gruppieren die jeweiligen Elemente. Das heißt, wir gruppieren das erste Icon mit dem ersten Kreis. Rechtsklick, gruppieren. Das gleiche machen wir mit dem zweiten und dem dritten. Und das machen wir jetzt wieder auf jeder Folie. PowerPoint erkennt nämlich die gleichen Gruppierungen auf der nächsten Folie und morpht diese entsprechend. Das heißt, wenn wir diese hier ebenfalls gruppieren, dann werden die Elemente gemorpht, beziehungsweise die Gruppierung gemorpht. Wenn wir das hier mal nicht gruppieren, das heißt, wir haben diesen Ballon und den ersten Kreis nicht gruppiert, während er hier gruppiert ist, dann passiert Folgendes. PowerPoint erkennt diese Elemente nicht mehr als gleiches. Das heißt, der schöne Morph-Effekt geht verloren. Wenn wir aber den Ballon hier gruppieren, dann haben wir wieder den Morph-Effekt. Und so können wir auch verhindern, dass der zweite Kreis an die Stelle des ersten springt und umgekehrt, indem wir alle Elemente miteinander gruppieren. Und so befehlen wir PowerPoint, dass der erste Kreis klein und weiß wird und der zweite Kreis groß und grün. Die dritte Methode, die ich PowerPoint Code nenne, ist vielleicht ein klein wenig komplexer, aber damit kannst du wirklich alles morphen. Und zwar folgendes Szenario. Wir haben jetzt hier ein paar Luftballons, ein Icon von ein paar Luftballons und daraus wollen wir jetzt diesen Hund hier morphen. Wenn wir jetzt hier auf Übergänge einfach den Morph-Übergang anwenden, natürlich, PowerPoint erkennt nicht, dass dieser Luftballonhund das gleiche Element ist wie diese Luftballons. Wir können es jetzt auch nicht ankern oder die Techniken von eben nutzen, aber es gibt eine Technik, mit der wir PowerPoint sagen können, dass dieses Element gleich diesem ist. Und zwar müssen wir hier unter Start anordnen auf den Auswahlbereich. Und der Auswahlbereich zeigt dir alle Elemente an, die auf dieser jeweiligen Folie sind. Das ist in diesem Fall nur eine Grafik. Aber hier bei dieser Folie zum Beispiel seht ihr, wie viele Elemente auf der Folie sind. Das heißt, alle können wir hier markieren und dann werden die jeweiligen Elemente auf der Folie markiert. So, das lösche ich jetzt. Das diente nur zur Illustration. Jetzt wollen wir diesem Icon den gleichen Namen geben wie dem Hund. Und da gibt es einen kleinen Hack. Und zwar können wir jetzt diese Grafik umbenennen. Das heißt, wir markieren die Grafik in dem Auswahlbereich und machen einen Doppelklick auf den Namen. Jetzt müssen wir am Anfang zwei Ausrufezeichen platzieren und danach ein Leerzeichen und dann können wir alles nehmen. Wir können jetzt mal Ballon nehmen. So, das kopieren wir mal. Und jetzt haben wir dieses Element Ausrufezeichen, Ausrufezeichen und dann Leerzeichen Ballon genannt.
Jetzt müssen wir dieses Element genauso nennen, und zwar exakt genauso. Und ganz wichtig, wir dürfen niemals die Ausrufezeichen am Anfang vergessen. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber so schaffen wir es, dass PowerPoint denkt, dass dieses Element gleich diesen Balance ist. Und wenn wir jetzt den Übergang Morphen anwenden, den wir schon angewandt haben, dann schaut mal, was passiert. Aus diesem Balance wird dieser Hund. Genial, oder? Und das können wir genauso auf Formen anwenden. Wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Kreis hier markieren, im Auswahlbereich dem Kreis einen neuen Namen geben, nämlich Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Leerzeichen, Kreis. Wir kopieren mal den Namen. Dann geben wir dem Stern den gleichen Namen, den exakt gleichen Namen. So. Wenden den Morph-Übergang an und dann wird aus diesem Kreis ein Stern gemorpht. Genial, oder? Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst doch gerne ein Like. Falls ihr noch kein Abo bei unserem Kanal hinterlassen habt, macht das gerne. Und falls ihr andere Wege habt, wie ihr Elemente auf Präsentationsfolien morpht, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Bis nächste Woche, euer Ralf.